für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedanke mich am Anfang mal über die Tatsache, dass man im Umfeld der Demografiestrategie, der Bilanz der Regierung, auch das zu einer Debatte machen kann. Manchmal verschwindet die etwas aus den Augen des Parlaments. Und ich kann nur sagen, wer eine Strategie der Regierung hinterfragt, der sollte sie mal lesen. Es ist wirklich ein interessantes Werk, insbesondere wenn der Begriff Bilanz draufsteht. Weil auch in einer Legislatur geht es immer darum, mal einen Strich zu ziehen an dieser Stelle. Es hilft nichts, das vielleicht auch an die Adresse der Vorrednerin, mal durch das gesamte Sozialrecht zu meandern und einen Forderungskatalog aufzustellen, was in dieser Welt alles wünschenswert wäre. Viel dabei könnte ich bei vielen meinen Haken, vielleicht nicht unbedingt an Grünen, aber doch zumindest ein Ausrufezeichen setzen. Nur kein Wort dazu, wie das ohne zusätzliche Belastung für eine geringer werdende, nachwachsende Generation finanziert werden soll. Kein Satz dazu, wie Sie eine Generation, die nachfolgt, die Lasten tragen muss. Darüber sind wir uns nämlich genau bei der Frage, bei der Demografiediskussion einig. Die Lasten tragen muss, weil sie weniger werden, weil sich dieses Verhältnis verändert. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, es zwingt uns manchmal ein bisschen so in diesen Modus. Auf der einen Seite den demografischen Wandel, die Bedrohung, um Gottes Willen, was kommt da auf uns zu? Seit 20 Jahren hat man da nahezu die fürchterlichsten Aussichten. Und auf der anderen Seite erleben wir in den letzten 2 Jahren wieder bei dem Thema Zuwanderung, bei dem Thema Flüchtlinge, na jetzt ist aber Entwarnung, jetzt gibt es überhaupt keine Probleme mehr. Wir haben in dieser Debatte sehr viel zum Thema Zuwanderung gehört. Die entscheidende Frage, ob das deutsche Recht der Zuwanderung, der Einwanderung kompliziert ist, war noch nie ein gutes Maß an Orientierung. Es kann effizient sein. Und ich bin sofort bereit, über die Frage von Einwanderung und Zuwanderung zu reden, wenn diese Gesellschaft bereit ist, über die Frage zu diskutieren, wen können wir gerade im Hinblick auf den demografischen Wandel brauchen? Wer ist tatsächlich ein Zuwachs für uns, der unsere Systeme, der unsere Gesellschaft unterstützt und einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag dazu leistet? Nein, Zuwanderung beantwortet die Fragen eines demografischen Wandels nicht automatisch. Denn Zuwanderung heißt nicht gleichzeitig Stabilität von Sicherungssystemen. Was wir brauchen, ist eine Zuwanderung in Arbeit und nicht eine Zuwanderung ins Arbeitsamt. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir dafür die Regeln stellen. Und deshalb kann ich nur sagen, ich danke auch Herrn Staatssekretär Schröder. Er hat darauf hingewiesen, diese entscheidenden Fragen zu sagen. Wir haben in 13 Handlungsfeldern wirklich definiert, was diese Regierung, was wir auf diesen Weg gebracht haben, die 122 Maßnahmen, die alle auch nur ein Ziel haben, nämlich die entscheidende Frage, ein längeres, ein gesünderes, ein attraktiveres, ein aktiveres Leben zu ermöglichen, ohne tatsächlich auf niemanden mehr, der nach mir kommt, mit dem sogenannten Tür-zu-Effekt in irgendeiner Art und Weise zu reagieren. Und ich kann nur sagen, dass alles, was wir im Augenblick an Vorschlägen auf dem Tisch haben, also das Schleifen der dämpfenden Rentenfaktoren beispielsweise, ist natürlich nicht geeignet, um dieses Bild auch nur annähernd aufrechtzuerhalten. Es geht nicht darum, die Räder zurückzudrehen, denn alles, was wir zurückdrehen, muss am Ende des Tages jemand bezahlen. Herr Kollege Friese. Deshalb wird auch, und deshalb, ich, Herr Präsident, wenn Sie da nicht erschienen hätten, ich hätte Sie kaum an Ihrer Stimme erkannt. Tja, aber wir haben uns ja noch verständigt. Ich wollte Sie schlicht fragen, ob Sie eine Zwischenfrage zulassen. Dann lassen wir die doch einmal zu und ich komme auch vielleicht zum Ruhe. Also, der Herr Kollege hat schon so aufmerksam auf sich hingewiesen, stimmlich laut, dass wir ihm die Gelegenheit geben wollen, das vielleicht in ein Mikrofon zu tun. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Herr Kollege Frieser, Sie haben eben gesagt, Sie müssten die Dämpfungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel behalten. Die heißen zwar Dämpfungsfaktoren, in Wirklichkeit führen die aber dazu, dass die Renten der Rentnerinnen und Rentner im Verhältnis zu der aktiven erwerbstätigen Generation gekürzt werden. Das muss man ja immer dazu sagen. Sie haben mit keinem Wort begründet, warum das aufgrund des demografischen Wandels notwendig sein sollte. Und ich darf Sie bitten, zur Kenntnis zu nehmen, oder ich frage Sie, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass für die
den demografischen Wandel viel wichtiger ist, dass die Menschen gute Löhne haben und dass sie später gute Renten haben und dass die älteren Menschen in Zukunft nicht in Altersarmut leben müssen. Und dass für die Finanzierung einer guten Rente es viel wichtiger ist, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wieder die Hälfte der gesamten Alterssicherungskosten tragen als der demografische Wandel. Und sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass schon ein Mehrbeitrag von 33 Euro im Monat pro Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer und pro Arbeitgeberin, Arbeitgeber bei Durchschnittsverdienenden von 3.022 Euro brutto ausreichen würde, um das Rentenniveau wieder von 48,2 auf 53% anzuheben. Und dieses wäre auch im Jahr 2029 möglich, rechne ich Ihnen aus Zeitgründen nicht vor, weil die Frau Präsidentin mir dann sagt, dass das nicht geht. Aber rechnerisch geht es, nehmen Sie das zur Kenntnis und sind Sie bereit, auch zuzugeben, dass es viel wichtiger ist, dass die Produktivitätsentwicklung und das Wirtschaftswachstum gut vorankommen für eine vernünftige Alterssicherung als das Verhältnis von Alt und Jung. Sehen Sie, Herr Kollege, meine Bereitschaft zur Kenntnisnahme ist nahezu unbegrenzt. Wenn Sie, und sie ist aber vor allem der Wahrheit gewidmet. Wenn Sie natürlich mal den Ausgang auch dieses Redebeitrags abgewartet hätten, dann hätten wir da noch ganz schön über die Frage reden können. Ich darf noch mal darauf hinweisen, wir werden bei Menschen, die im Produktionsprozess stehen, bei Menschen, die tatsächlich ein Leben lang gearbeitet haben, aber natürlich geschuldet der Tatsache, dass sie erstens länger leben, zweitens gesünder leben, natürlich einen Teil dieses Alters auch produktiv der Gesellschaft beitragen müssen. Dass wir auf alles, das wir jetzt beim Thema dämpfende Faktoren verzichten würden, dem einen Bärendienst tun. Und ich darf mal auf der anderen Seite darauf hinweisen, dass genau unsere Anstrengungen, gerade die Arbeitswelt bei dem Thema Arbeit 4.0, bei dem Thema, wie kommen Menschen nicht nur in Arbeit, und wir stellen uns immer den 40 Jahre tätigen Dachdecker vor, der natürlich körperlich hart arbeitet und am Ende des Tages auch nicht in der Lage ist, mehr über dieses Datum hinweg zu arbeiten. Aber die Welt hat sich doch geändert. Also nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass die Welt sich insofern geändert hat, dass die Menschen länger arbeiten können, dass die Digitalisierung ihren Beitrag dazu leisten kann und letztendlich, dass sich natürlich auch in der Rente in irgendeiner Art und Weise auswirken muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, genau dieser Punkt ist der entscheidende. Menschen werden älter, sie leben gesünder, sie werden länger leben, sie sollen auch einen aktiven Ruhestand haben. Der versteht sich aber nicht von selbst, wenn wir tatsächlich nicht diesen demografischen Wandel zu gestalten wissen. Und deshalb ist die Überschrift: Jedes Alter zählt. Demografischer Wandel beschäftigt sich nicht nur mit den gesünderen, älteren, produktiven, die einen Unruhestand haben, sondern es beschäftigt sich natürlich auch mit den Menschen, die in der Gesellschaft diese Lasten zu teilen haben. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir gerade bei der Frage, wie gehen wir damit um, wie halten wir Menschen in einem Arbeitsleben wirklich fit, es reicht nicht mehr, den Menschen zu sagen, geht mal auf einen 3-Tages- oder eine Woche-Workshop. Es kommt darauf an, dass wir die Rahmenbedingungen setzen, damit Menschen rausgehen können aus ihrem Arbeitsleben, Trimester, Semester, neu lernen, um ihren Beruf zu verstehen. Das wird aber nicht funktionieren, indem wir Arbeitslosengeld verlängern, indem wir sagen, Staat, mach du das 48 Monate und dann nennen wir das Ganze noch ein bisschen Qualifizierung, sondern wir müssen zusammen mit den Unternehmen, den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Leute in die Lage versetzen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber an ihrem Arbeitsplatz tatsächlich ihren Arbeitsplatz neu erleben und auch altersgerecht gestalten können. Das kann Digitalisierung, das kann Arbeit 4.0 leisten. Und insofern, glaube ich, ist der Ansatzpunkt genau der richtige. Das Thema alleine den Kommunen zu geben, indem man sagt, wir nehmen das beim Thema Qualifizierung und Bildung, das Kooperationsverbot weg. Da wird man als geborener Föderalist natürlich seine Vorbehalte haben. Wir haben vieles getan, was nicht ausschließlich Zuständigkeit des Bundes bei den Kommunen ist. Ich weise nur mal auf die Grundsicherung hin und die Übernahme. Was entscheidend ist, ist doch die Rahmenbedingungen zu setzen. Lassen wir mal das Thema, um es beim demografischen Wandel wirklich mal deutlich zu machen.
Unterstützung für kinderreiche Familien. Wenn wir über das Thema Wohnungen und Bau reden, dann reden wir immer mit der Frage auf die Ballungsräume. Wir reden immer da, wo es wirklich extremst schwierig ist. Ja, es ist schwierig für eine Familie mit drei Kindern in München, in Frankfurt, in Hamburg eine Wohnung zu finden. Welche Überraschung. Nein, es geht darum, dass große Landstriche in diesem Land durchaus in der Lage wären, wenn wir sie denn in die Lage versetzen. Das heißt, sozialer Wohnungsbau darf nicht nur Ballungsraum gebunden sein. Flächenentwicklung darf nicht nur an den Rändern von Ballungsräumen stattfinden, sondern Digitalisierung heißt auch Stabilisierung der ländlichen Räume. Es heißt nämlich Arbeitsplatz ungebunden, nicht nur in der Stadt, sondern auch draußen, mit der Ausweisung der richtigen Baulandflächen, mit dem Senken der Erwerbskosten für alle, die hier schreien, von wegen wir müssen bauen und wohnen, auch für große Familien etwas günstiger machen, sollen mal in den eigenen Ländern nach den Grunderwerbskosten schauen. Die sind nämlich überall doppelt so hoch, wo man eigentlich dafür ruft, dass man große Familien auch wirklich ansiedeln möchte. Also wir haben es in der Hand und wir haben auch bei der Frage tatsächlich des demografischen Wandels die Fragen in der Hand, den Menschen keine Angst zu machen, keine Ängste zu schüren, sondern in unserem Bereich jeweils dafür zu sorgen, dass wir diesen demografischen Wandel wirklich stärken und vor allem gestalten. Wir gestalten ihn, indem wir die Menschen fit halten, mit Spaß daran, ihr Leben, ihre Arbeitswelt neu zu erfinden, neu zu bedingen und damit die Menschen nicht tatsächlich auf ein langsam auslaufendes Abschiebegleis zu schieben, sondern auch in ihrem Ruhestand, in ihrem längeren, gesünderen, aktiveren Leben auch noch einen Beitrag für diese Gesellschaft zu leisten. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Susanne